Ach, schau mal einer an. Wieder gegen Wolfsburg. Diesmal beim Pokalviertelfinale. Und ich darf schon wieder Spieler Dingensen hier wegen. Wegen Fitness und sowas. Na komm, interessiert mir alles nicht. Spiele ich direkt erstmal mit meiner ersten Mannschaft. Diesmal spiele ich aber auswärts. Boah, mein Hals tut immer noch weh, ne? Aber wer konnte ahnen, dass Draxler so ein Dingen raushaut, ne? Das war doch schön. Schöne Dingen da. Noch ein Schuss hier so. Oh, geht doch. Komm, komm, machen wir das Spielchen hier. Ach so. Ah, schade. Oh, ja, das war gut, ne? So, komm, komm, hau um. Schade. Wieso schießen der mit links immer so feste? Gut, Film mit 216 Punkte. Egal, starten wir das Spiel. Gab's da nicht auch mal so eine Woche? Oder in 2 Wochen oder in 3 Wochen sind Hamburg und Bremen 4-mal aufeinander getroffen. Liga, Pokal und UEFA Cup Halbfinale. Gab's da nicht sowas vor 3 Jahren oder so? Mal schauen, ob sie diesmal Kuh dabei haben. So, ja, diesmal ist Kuh wieder dabei. Dumbia ist auch dabei. Aber dafür ein Diego, der sitzt nur auf der Bank. Da wisst ihr Bescheid. Oh, mein Hals, ne? Alter Schwede. Ich darf nicht mehr so schreien bei FIFA. Natürlich habe ich auch kurz vorm Tor, das habe ich ja noch gesagt, dass ich gerade einen Schluck getrunken habe noch, ne? Also im Spiel davor. Und natürlich kurze Zeit später schreie ich natürlich wieder rum und habe nichts zu trinken. Ironie des Schicksals. Ja, ich wollte schon sagen hier, Freundchen. Nee, nee, flank ich rein. Ah, schade. Jetzt läuft der Konter. Boah, jetzt aber! Draxler! Julian Draxler! Draxler hat einen neuen Lieblingsgegner. Und das war auch schon wieder nicht von schlechten Eltern das Tor, ne? 7. Minute, Julian Draxler steht 1:0. Aogo. Flanke, Verfahren am zweiten Pfosten. Aber wenn man Verfahren kennt, weiß man, das ist kein Kopfballspieler.
Na gut, hätte man aber auch laufen können, ne? Lassen können. Jones wird nicht angegriffen. Oh, abgefälscht. Verfahren. Oh. Jones nochmal. Verfahren, Eckball. Sag ich mal, Druck hier, ne? Höwe, das hat ja zwei Kopfballtore, glaube ich schon. Nach Standards war das schon wieder Draxler. Ja, ne? Ui. Wenn da einer gestanden hätte, ne? Also eigentlich müsste schon 2-0 stehen. Da kann Wolfsburg eigentlich froh sein. Oh, Huntela schläft wieder. Oh, oh. Oh, was macht er denn da? Stehen alle so eng da hinten. Schade. Wäre der Kevin Prinz durch gewesen. So, jetzt aber. Der Marco, der läuft. Pass auf den Dennis. Wow, komm. Und Huntela. Boah, ich will gar nicht wissen, wie viele Torschüsse ich jetzt schon habe. Das ist, glaube ich, die vierte Ecke, ne? Und noch nichts Zählbares dabei rumgekommen. Boah, der war knapp von Kyriakos. Wuchtiger Kopfball. Was bekommt du gar nicht ins Spiel, ne? Ich lasse sie aber auch nicht ins Spiel kommen. Jetzt haben sie mal ein bisschen länger den Ball in meiner Hälfte. Jetzt ist er auch schon wieder weg. Oh, der Draxler, der geht. Oh, der bekommt den Ball. Ah, schade. Schade, schade, schade. Oh. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht aufgepasst. Komm, den hast du. Sauber. Da war's. Uschi, Jones. Oh, wieso laufe ich denn weg? Aber jetzt pfeift er bestimmt wieder ab. Boah, jetzt aber! Eckball. Sehr schöne Flanke von Dennis Aogo. Wer war's? Klaas Jan, ne? Pauze! So, jetzt kann ich auch beruhigt erstmal dreimal wechseln. Da kavum, da ist er drin, do. 8 Schüsse habe ich. So, wer kann denn mal gar nicht mehr? So, das ist der Draxler.
Linke Seite. Da geht Boateng hin. Na, fuck, was mache ich denn jetzt? Ja, kommt Clemens rein. So. Und der Goretzka kommt. So, dann wollen wir mal hoffen, dass ich weiter Druck aufbauen kann und die, sagen wir mal, die Schweine weiter abschlachten kann. Mein Hals tut immer noch weh. Ach, schade. Den Meier hätte ich gerne reingetan, aber der braucht auch mal eine Pause. Der kann ja nicht mehr. Ah, oh, schade. Ui. Das ist jetzt ein Fallrückzieher, so ein versuchter. Komm, aber gut aus der Halbzeit, ne? Scheiße. Eckball. Ey, das gibt's doch nicht, oder? Kurz nach Halbzeit schießen die das 1-1. Erster Torschuss. Frisch gemacht. Da geht der Jefferson. Der Jefferson geht und da kommt der Clemens. Der Clemens. Der Christian Clemens kommt. Aber schon pervers gehalten von Benaglio und dann kommt der Clemens mit dem Kopfball. Offenes Spiel jetzt. Gut. Gut. Alter, was ist denn jetzt los hier? Fehlpass nach Fehlpass. Mopon geht. Ah, und da wird er gestoppt. Von, weiß ich jetzt nicht, von irgendeinem so Großen. Sehr schön. Diego kommt für Kuh. So aufregend, ne? Ich werd zu alt. Für FIFA. Das macht mein Herz nicht mehr lange mit. Wenn ihr irgendwann nichts mehr von mir hören solltet, dann wisst ihr Bescheid. Ich habe FIFA gespielt. Und mein Herz. Ich habe einen Herzinfarkt dabei gekriegt. Amopon, der ist doch zu jung, ne? Der hat doch zu viele Abspielfehler. Was? Was?
Nur weil es Diego ist, Diego konnte ich noch nie leiden. Noch nie. Boah, war das knapp, du. Puhuhu. Caligiuri kommt für Virinha. Oh, Clement geht. Boateng. Alter, was ist mit Boateng los? Macht er normalerweise mit zuen Augen so ein Dingen. Ah, den hätte er Pantimo eh gehabt. Den Ball. Alter Schwede, mein Hals, ne, der brennt noch. Ich glaube, ich muss nach dem Spiel eine Pause machen, um was trinken zu können. Oh, jetzt aber, der Goretzka geht, der Goretzka, der Leon Goretzka macht den Deckel drauf und den Sack dick, den Sack zu natürlich. Den Sack dick, den haben manche. Aber nicht zu. Kavum, das 3:1. Drei Nachwuchsspieler. Goretzka 18, Draxler 20, Clemens 21. Da geht er wieder, der Clemens. Ah, der wäre ja fast auf den Mopon gekommen. Ich weiß immer noch nicht, wie man den ausspricht. Muss ich, glaube ich, mal Wikipedia an den Spieler. Halbfinale, ich komme. Da bin ich mal gespannt, gegen wen es geht. Gegen den nächsten Drecksverein Hoffenheim oder gegen Traditionsverein Eintracht Braunschweig. Boah, ey. Ich finde FIFA einfach nur geil, weißt du? Ich lebe für FIFA. Ich freue mich schon auf FIFA für die PS4. Da kommen auf jeden Fall definitiv kommender Gameplay-Videos. Mindestens eins, aber wahrscheinlich mehrere. Kaboom, der Julian. Aogo 8,0. Zweikämpfe 19:9. Ecken 5:0. 12:3 Schüsse. So. Braunschweig hat den Drecksverein Hoffenheim rausgeschossen. Ah, Bayern spielt noch gegen Hertha und Kaiserslautern spielt gegen Augsburg noch. Gut. Aha. Das nächste Spiel wird dann ein Qualifikationsspiel sein. Gegen Saschile? Ja, ne? Donovan, Dempsey, Bradley, Williams, Gonzalez, Bessler, Chandler, Howard, Castillo, Davis, Gate und Donovan. Gut, gut. Das mache ich dann im nächsten Spiel. Im nächsten Video natürlich. Ich gucke mir jetzt noch eben schnell die Tabelle an. Ach, gut. 20 Spiele, 21 Tore geschossen. Immerhin bin ich nicht der Schlechteste. Aber erst 6 Gegentore, damit bin ich mit Abstand der Beste. 41 Punkte. 3 Niederlagen, 5 Unentschieden.
Gegen Bayern habe ich ja gewonnen und gegen Dortmund habe ich, glaube ich, unentschieden gespielt, ne? Auf jeden Fall werde ich versuchen, noch an meiner Tordifferenz, also an meinen geschossenen Toren zu arbeiten. Gegentore sind mir im Prinzip egal. Wenn ich 5-3 gewinne, ist cool. Ist besser als 1-0, finde ich. Mannschaft. Der Maupin, der bekommt erstmal eine... Ja, toll, ich bin im falschen Verein. Spielerstatistik. Bundesliga. Torjäger, Verfahren. Auf Platz 3 mit 8 geschossenen Toren. Verfahren. Wo ist denn der Huntelaar? Der wird gar nicht gelistet. Torvorlagen. Der Boateng, Teng, 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 Teng. Und der Draxler. Ohne Gegentor. Hildebrand, 15 Spiele ohne Gegentor. Jawohl. Gelbe Karten bin ich nicht bei. Rote Karten bin ich auch nicht bei. Gut. Dann würde ich sagen, ich speichere ab. Und sag, danke fürs Zusehen. Abonniert mich. Teilt meine Videos, folgt mir auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook, um immer die aktuellsten News zu erfahren. Links habt ihr in der Beschreibung. Bis dahin, euer Games Ranking.